Ich würde es gerne sehr deutlich beantworten. Diese Prognose oder Expertise, wie sie sich nennt, basiert nicht auf wissenschaftlichen Untersuchungen, sondern Analyse von Laienpresse. Das sehen Sie, wenn Sie die Prognose sich anschauen. Sie geht von mehreren wirklich sehr schwerwiegenden Fehlern aus. Sie berücksichtigt in keiner Weise die Kosten, die im Krankenhaus entstehen. Diese Kosten sind leider in Deutschland derzeit nicht sehr transparent. Sie berücksichtigt nicht die internationale Entwicklung. Es gibt in den letzten beiden Jahren in führenden Fachzeitschriften eine Vielzahl von Analysen, die zeigen, dass immer zweistellige Zuwachsraten in diesem Bereich zu verzeichnen sind, zwischen 10% und 15%. Sie berücksichtigt nicht, dass in den leider noch relativ seltenen Situationen, wo echter Fortschritt erreicht wird, wie bei der chronischen myeloischen Leukämie, die Patientenzahl weltweit sich verdoppelt hat, einfach durch ein besseres Therapieprinzip, sind doppelt so viele Patienten für dieses Arzneimittel geeignet, und sie berücksichtigt nicht oder berücksichtigt falsch die Zahl der Neuzulassungen und der Zulassungserweiterungen. Sie geht von 2 bis 3 pro Jahr aus. Richtig sind 5 bis 6 neue Wirkstoffe in diesem Bereich pro Jahr und zusätzlich nochmal eine Vielzahl von Zulassungserweiterungen. Lange Rede, kurzer Sinn, diese Prognose erfüllt keinerlei wissenschaftliche Kriterien und das Resümee ist eindeutig falsch.